Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lot 4 Wasteland Museum. Ach ja, schön, schön. Ganz schön blöd. Aber ist doch ganz nett bis jetzt hier, oder? Der Krocknack-Abteil, der Silvershroud-Abteil und der Captain Cosmos-Abteil. Oder die Abteilung. Ach ja, genau, ich habe beim letzten Mal noch, fällt mir gerade ein, die Alien Blaster Pistole geholt. Die wollte ich hier noch irgendwo unterbringen, weil ich denke mir, wo dann, wenn ich hier meinen eigenen Invasoren vom Planet Zeta Bereich werden wir nicht machen, denn bei Unlock Settlement Object, der Mod, der wirklich unglaublich viele Items, die sowieso schon im Spiel sind, in den Editor integriert und der großartig und sehr empfehlenswert ist für alle, die gern bauen. Vor allem auf der PS4, da gibt es definitiv keinen besseren, aber auch auf den anderen Systemen ein sehr guter und umfangreicher Mod. Jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe. Der fügt leider trotzdem keine Zeterianer hinzu. Also Aliens vom Planeten Zeta. Auf die muss man leider verzichten. Tja, schade, schade. Wo stellen wir denn den Alien Blaster noch aus oder hin oder her? Hier wäre theoretisch noch Platz. Man könnte den theoretisch mit einem kleinen Waffenständer noch hier an die Wand klatschen. Aber irgendwie unwürdig, oder? Der Alien Blaster ist so eine großartige Waffe. Aber wo sonst? Okay, ich weiß wo. Ich habe ein bisschen Angst, dass Mr. Chingles jetzt Unfug macht. Ah, guck, wie er da im Schneidersitz komisch dasteht. Niedlich. Quiet, please. Advantage. Zeterianer Aliens. So. Wo haben wir ihn denn? Ah ja, Sharpshooter heißt er. Der Sharpshooter Alien Blaster. Oh, ich habe die Waffe echt viel benutzt und gern gemocht. Jetzt landet sie hier im Museum leider. Was heißt leider? Ist ja cool, aber ich würde gern mit der rumschießen. Aber das geht jetzt nicht mehr. Ich habe immer noch Hubs Alien Blaster. Immerhin haben wir zwei Alien Blaster. Blaster, Popaster. Yeah. Ach ja. Ich finde es schön. Richtig gemütlich. Aber was machen wir jetzt noch? Jetzt haben wir echt schon viel Comic-Bereiche. Und was gibt es jetzt noch außer dem Maschinisten? Und was bauen wir für den Maschinisten? Ich habe schon ein paar Ideen, die wir fürs Maschinistenlager natürlich benutzen können. Aber schwierig ist es. Ich fände es natürlich auch cool, wenn wir den Antagonist aus Fallout 3 noch bauen könnten. Aber dafür haben wir natürlich kein Dingens. Kein Kostüm. Ameisen kann ich schon irgendwie platzieren. Aber ich glaube, es gibt auch nur NPC-Ameisen, die dann wirklich leben und rumkrabbeln. Und das ist dann wieder doof. Ach, schwierig. Dicker, dicker, dich, dicker, dicker, dich, yeah. Okay. Das wird jetzt schwierig, die ganzen Maschinistenteile zusammenzukriegen, weil er hat keinen eigenen Tab oder so bekommen. Aber ich weiß, dass es welche gibt. Zum Beispiel, wenn ich auf Floor Decoration gehe und dann vielleicht hier hinten beim Misc. Das ist gar nichts. Oh doch, da ist was Großes. Genau, da haben wir das große M des Maschinisten. Das habe ich gesucht. Cool ist, dass es komplett blau wird und ich weiß nicht mal, aber gut. Das ist nämlich auf jeden Fall eine gute Basis für seine Abteilung. Mein Gott, das geht unter dem Boden. Kann ich noch eins platzieren, das dann höher ist? Jetzt eigentlich gern höher. Gut, das ist doch schon mal ein Anfang. Was steht da eigentlich wirklich? United States of America. Wer hätte das gedacht? Und da oben... Robotics Technology Facility. Aha, ich verstehe. Macht Sinn.
der kriegt jetzt auch so einen großen Abteil, weil ich stelle ganz viel Roboter da rein zu ihm. Haha, genial. Der Maschinist steht in der Mitte. Ich glaube, den Maschinisten gibt es sogar als Statue, oder? Ich glaube, den gibt es sogar als lebensechte Statue, lifelike hinten irgendwo. Wenn mich nicht alles täuscht und wenn es so ist, dann können wir noch ganz viel Roboter auch bei ihm reinstellen und seinen Helm und seine Rüstung in den Schaukasten auch noch. Und dann ist er eh gut voll eigentlich. Ah, die Nuka-Cola Quantum. Für den Nuka-World-Bereich wird das gut. Dachte, es gab den Maschinisten, aber ich bin mir nicht sicher. Trapa, Nuka-Girl. Wie oft ich die schon alle durchgegangen bin. Das Institut gibt es ziemlich viel. Aber guckt, ich könnte schon mal auf jeden Fall einfach mal einen Assaultron hier platzieren. Die eher nicht. Die passen auch nicht ganz. Mr. Gatsy ist auch so Militär, aber ein Mr. Handy kann man machen. Und einen normalen Protectron, so einen habe ich gesucht. Die anderen waren alle immer Polizei und so, das passt auch nicht. Und ein Robo-Brain geht immer. Wobei irgendwie die Robo-Brains früher ursprünglich eigentlich doch eher menschliche Gehirne in Roboterkörpern waren, während die hier scheinbar irgendwie eher so, also einfach Roboter sind. Also nicht mit menschlicher Intelligenz so. Kommt mir so vor. Oder sie sind schon so kaputt oder so. Ich weiß es nicht. Anscheinend gibt es doch keinen Maschinisten-Statuen-Lifelike-Ding. Hätte schwören können. Aber was ich nicht alles schwören kann, wenn der Tag lang ist. Ich kann so, ey, ich bin, also wenn ich was kann, ne, dann Sachen schwören, die nicht wahr sind. Okay, wisst ihr was, weil der so dick ist, machen wir so, dass Mr. Handy hier darüber kommt zu den kleineren Modellen. Während dann der Assaultron und der, hier stehen. Naja, vielleicht nicht ganz so. Ja. Ah, hier gibt es noch andere Statuen. Ich meine, der Maschinist, der bastelt viel rum. Ich meine, die haben zwar super wenig Polygone, aber wenigstens stürzt dann das alles nicht so schnell ab. Da machen wir noch viel mehr Roboter hier. Überall. Alles voller Roboter. Die Maschinistenabteilung wird gleichzeitig die Roboterabteilung. Der ist schon sehr low-poly hier. Das ist schon witzig. Ich stell den mal da hinten hin. Und die ganzen seltsamen Hybrid-Dinger, die es hier gibt, stelle ich natürlich auf, weil der Maschinist und so. Ne, wenn wer Hybrid-Dinger baut, dann er. Ich meine, immerhin, ne, Hybrid-Dinger. Fast ein bisschen zu viel jetzt hier auf einen Haufen, finde ich. Ich lasse es mal so. Mehr brauchen wir wirklich nicht. Ach so, Quatsch, ich bin hier falsch. Ich muss zu den Displays wieder. Ja. So, mal kurz ein Speichern erzwingen. Ein automatisches Speichern erzwingen. Vorsichtshalber. Okay. Muss mal kurz was testen. Oh oh, wenn ich mich so drehe, wird die CPU-Auslastung schon ein bisschen zu hoch gerade. Mal schauen. Naja, da kümmere ich mich später drum. Ich bin noch am Feintunen, aber im Großen und Ganzen funktioniert ja alles ganz gut. Oh Mann. So. Schaukästen mache ich auch gleich. Wobei ich gar nicht weiß, was wir da ausstellen, ehrlich gesagt. Aber ich mache hier mal einen hin. Irgendwas kommt da wahrscheinlich schon rein und wenn nicht, dann halt nicht. Dann ist es auch wurscht.
Aber ich baue mal einen hin, damit einer da ist. Abreißen kann man den immer noch. Und einen Zaun, so einen Betonzaun, wie wir überall anders auch haben, brauchen wir auch noch. Ich habe mal mit einem Freund zusammen vor vielen, vielen Jahren ein Minecraft-Museum gebaut. Also ganz ohne Creative Mode. Ich habe eigentlich immer nur, abgesehen vom Let's Play, das ich jetzt aktuell mache, immer nur im Survival-Modus gespielt. Und wir haben da zu zweit im Survival-Modus ein Museum gemacht, in dem wir jeden Block im Spiel ausstellen. Und das war wirklich viel Arbeit im Survival-Modus, aber war cool. Hat Spaß gemacht. Ach, die Aufstellung der einzelnen Roboter gefällt mir einfach nicht. Zu voll. Aber warte mal, nur auf der einen Seite ist es zu voll, auf der anderen ist es eigentlich sogar relativ leer. Vielleicht kommt der Mr. Handy doch wieder da irgendwo hin, aber... Das finde ich jetzt besser. Ein bisschen, ja, das hat es ein bisschen leichter gemacht. Der verschwindet ein bisschen, der muss weiter rüber. Und dass die beiden da hinten die gleichen Köpfe haben. Der hässliche Protektron kommt einfach weg. Und dann können wir den Hybriden da hinten noch ein bisschen so hinstellen. Und dann ist das okay. Die werden noch beleuchtet und alles. Und dann passt das. Ah, warte mal. Wir haben doch bei Wall Decorations irgendwo noch so ein... Ah, ich weiß schon. Das war bei... Ja, dabei, glaube ich. Da war doch extra so ein Maschinistenplakat. Glaub ich. Ach so, das ist das Bild vom Maschinisten. Ja, genau. DLC. Irgendwie. Aber ist okay. Das hängen wir hier irgendwo auf. Können wir das hier hinhängen? Auf die Rückseite von den Dingern? Dann stehen halt diese Wubbel raus. Aber wurscht wär's. Oh, jetzt sind da unten die Kästen auch durch. Finde ich ja eigentlich witzig, aber wollte ich nicht unbedingt. Ach nee, lieber nicht. Machen wir es lieber doch hier draußen. Hängen wir mal hier über den Schaukasten und wenn der Schaukasten leer bleibt, dann ist es auch wurscht. Ah, hier haben wir noch so ein Ceterianer-Ding. Das könnte man hier vielleicht noch unterbringen. Irgendwo. Oh, das sind die ganzen Grognack der Barbar-Comics in groß. Na, wenn ich das gewusst hätte, hätte man hier vielleicht gleich noch ein bisschen mehr machen können. Vielleicht hänge ich hier mal noch ein paar auf davon, aber... Eigentlich steht hier eh der Comicbuchständer. Ah, das war's eh schon. Perfekt. Die Unstoppables. Ja, auch die hätten hier hängen können. Häng mal hier eins hin. Die Robco Funds. Ah, guck mal. Captain Cosmos. Ist interessant. Habe ich erst gestern gelesen, dass es für Captain Cosmos und Jingles the Moon Monkey ein Robco-Spiel gibt. Im Spielcode. Jingles Big Day sollte das heißen. Es gibt sogar quasi ein 3D-Modell oder zumindest eine Textur für das Holoband, für das Spiel Jingles Big Day. Das hat es aber nicht mehr ins fertige Spiel geschafft. Aber das ist ja interessant. Schön, dass die das hier mit drin haben. Naja, cool, dass wir nochmal geguckt haben, aber brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier sind nur Topfpflanzen, oder? Und hier sind nur Teppiche. Teppich. Warum bin ich? Was ist überhaupt los? Ich kann mich nicht mehr. Ich kann... Hilfe. Ich weiß nicht, was los ist. So, es gibt doch auch... Gibt es nicht auch einen... Es gibt doch auch einen Maschinisten. Automatron. Das Automatron-Spiel, das muss doch fast hier stehen. Irgendwo.
Von mir doch hier. Aber hier wäre die Stromquelle. Es wäre halt schon praktisch. Aber das verdeckt halt hier so viel dann. Dann stellen wir es doch hier hin. Das wird dann schon. Wie überall anders in drei verschiedenen Farben. Dann müssen wir nur eine kleine Strumpfleitung. Strumpfleitung? Eine kleine Strumpfleitung müssen wir hier noch verlegen. Einmal, zweimal, 14 mal, 39 mal. So. Na. Tada, okay. Finde ich okay. Finde ich gut. Passt. Würde ich sagen. Aber dann, wenn ich das jetzt so mache, dann kommt der Schaukasten definitiv woanders hin. Der geht da so unter. Der geht sonst zu stark unter. Ich will nicht, dass der so stark untergeht. Der soll übergehen, aber nicht untergehen. Das Bild kommt dann weiter runter. Das ist eh das gleiche Bild, wie hier an der Seite an den Automaten ist. Und der Schaukasten kommt vielleicht hier hin. Vielleicht hier daneben. Hier wäre eigentlich ganz gut, weil er auch die hässliche Fassade der Automaten ein bisschen wegnimmt. Ja, das geht. Der nimmt nicht, der steht nicht so tief in den Raum rein. Das finde ich ganz angenehm. Boah, schön, schön. Und jetzt komme ich endlich zu den Lichtern. Zu denen will ich nämlich eigentlich schon die ganze Zeit. Aber dauernd ist mir noch eingefallen, ah, und das noch und das noch und das noch. Weil jetzt kriegt natürlich jeder Roboter noch sein eigenes Lämpchen. Auch Edi da hinten, der ja im letzten DLC auf den Holoband dann Edi ausgesprochen wird. Aber so wie der geschrieben wird, würde ich definitiv immer noch Edi zu dem sagen. Und auch wenn sein Erfinder Edi sagt, ich bleib dabei, für mich ist es, wird es immer Edi bleiben. Und nicht Edi. Edi. Was denken die sich? So, jetzt müssen wir natürlich noch den Herrn Maschinisten anziehen. Wobei es ist ja eigentlich in Fallout 4 technisch gesehen die Frau Maschinist, weil es die Tochter vom Maschinisten ist. Also vom Fallout 3 Maschinisten. Aber ich glaube, die Original-Comic-Vorlage, und um die geht es ja hier, ist eigentlich der Herr Maschinist. Oh, der braucht natürlich auch noch Beleuchtung, sogar extra viel Beleuchtung. Schade, dass der keine coolere Pose einnimmt. Ich hätte gern so Armorständer, so Rüstungsständer in verschiedenen Posen. Das wäre cool, wenn er so nach vorne, heldenhaft nach vorne zeigen würde und seine Roboterarmeen kommen. Der ist eigentlich ein Held, ne? Ein sehr untypischer Comic-Held. Eigentlich sind es immer die Bösewichte, die diese Armeen kommandieren. Dass der Maschinistenheld ist. Also in Fallout 3, Entschuldigung, ist es ja zumindest so, dass die Comic-Vorlage vom Maschinisten eigentlich ein Held ist. Weil ja der Antagonizer, der die Ameisen kontrolliert, dann, oder die Antagonizer quasi, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Ist schon lange her, die böse ist. Ach ja, genau, stimmt. Ich habe ja noch die ganze Rüstung von Captain Cosmos. Die wollte ich ja auch noch irgendwo hinlegen. Ach. Tja, vielleicht machen wir das aber einfach auch nicht mehr. Oder ich lege die gar nicht in Schaukästen, sondern ich lege die innen irgendwo hin. So quasi von wegen, einfach nur so als quasi, Ersatzteile oder so. Einfach nur als dekorative Objekte. Hier kommt das Chatpack hin. Ich glaube, das finde ich gut. Legen wir einfach hier hinten ein paar Teile hin.
was ist denn das? Der rechte Arm. Der sieht interessant aus. Der hat so eine komische grüne Färbung irgendwie gehabt. Wo? Jetzt kann ich sie nicht mehr. Ah, das ist nur ein Kabel gewesen. Okay. Trotzdem interessantes Teil. Lege ich mal hier hin. Das andere Bein wahrscheinlich oder so. Lege ich hier hinten dazu. Das macht, ne, ein paar Details hinzufügen ist immer eine gute Idee. Das macht es ein bisschen lebendiger, das Ganze. Und hier haben wir noch einen Ersatzhelm. Oh, meint ihr, ich kann den darüber balancieren? Nee, wenn der hat wahrscheinlich, der müsste ja dann unten wirklich offen sein und der hat unten ziemlich sicher eine Hitbox. Ja, genau, hat er auch. Bam. Na super, jetzt ist er kaputt. Okay, machen wir einfach so. Warte mal, das gefällt mir nicht, dass die da hinten, dass das so schwebt. Die brauchen mehr Abstand, weil sie komische Hitboxen haben. Okay, machen wir so. Ist okay. Hier ist es ein bisschen dunkel, oder? Ich mache vielleicht noch ein bisschen Wandbeleuchtung hin. Hier brauchen wir eigentlich nicht wirklich unbedingt Scheinwerfer, die irgendwas anstrahlen, aber Wandleuchten, die einfach alles insgesamt ein bisschen erhellen, sind wahrscheinlich eine gute Idee. Es ist schon gut, dass nur die Powerrüstung und er selbst so im Zentrum stehen. Obwohl Mr. Jingles kriegt noch seinen eigenen. Ich sage immer Jingles. Ist ja wurscht. Der Affe halt. So. Und jetzt noch Wandbeleuchtung. Ah, wobei, wenn das... Ich könnte dann, wenn schon, eher so ein bisschen futuristischere Lichter nehmen. Ja, so richtig super futuristisch gibt es jetzt gar nicht. Aber die würden schon eher passen, glaube ich, vom Stil her, wie die hier. So richtig jetzt eigentlich auch nicht, aber besser. Deswegen nehme ich die mal. Das ist wenigstens so weißes, steriles Licht. Kommt auch hier auf die Generatoren. Okay. Okay. Schnubidubdu, die Schaukästen sind selbst beleuchtet, da müssen wir nichts machen. Und jetzt wollte ich gucken, ob ich noch irgendwas habe, irgendwas, das man dem Maschinisten noch da reinlegen könnte. Aber der hat ja nicht mal eine Signature-Waffe oder so. Roboter-Reparaturset. Ja, das ist gar keine so blöde Idee. Gar keine so blöde Idee, finde ich. Oder? Kann man machen. Halt, stopp. Habe ich schrotttechnisch noch irgendwas? Nee, das ist nur noch Captain Cosmos Zeug. Ja, aber warum nicht Roboter? Die werden durch den DLC, wenn mich nicht alles täuscht, auch erst eingeführt. Obwohl, die könnte es schon vorher geben für Cotsworth und so. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Aber auf jeden Fall könnte man das hier reinlegen. Zwei Stück. Ein bisschen ein großer Kasten für die beiden. Ich weiß, aber mein Gott. Unser Museum kann sich's leisten, ne? Okay. Dann würde ich sagen, platziere ich jetzt da hinten im Hintergrund auch noch schnell ein, zwei von diesen Wandlämpchen. Aber dann machen wir Schluss für heute. Ich verabschiede mich jetzt schon mal herzlich von euch oder bedanke mich herzlich fürs Zusehen und verabschiede mich von euch. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass wir jetzt hier auch den Maschinistenbereich mehr oder weniger fertig haben. Ich meine, da konnte man jetzt auch nicht so super viel machen. Aber ich finde trotzdem, dass das mit den ganzen verschiedenen Robotern, vor allem diesen missgebildeten quasi, eigentlich ganz nett geworden ist, ne? Dieser Mr. Handy Protector, und das ist schon witzig. Und jetzt weiß ich noch nicht, was wir mit dem restlichen Bereich machen, weil jetzt haben wir wirklich nichts mehr. Aber es sollte schon comic-mäßig bleiben. Müssen wir uns mal noch was überlegen. Vorschläge gerne in die Kommentare und ich überlege mir selber noch was. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.